Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Saschas Wanderblog. Ja, heute nehme ich euch mal mit auf die zweite Tour der Montebeurer Mähren. Auch die hat wieder so ungefähr zwischen 9 und 10 Kilometer. Diesmal starten wir bei der Studentenmühle. Die liegt in der Nähe von Großholbach in Richtung Montabaur. Da kann man zum Schluss auch einkehren, muss man mal schauen, wie die geöffnet hat. Und ja, von da aus geht es erstmal los in Richtung Gelbachtal und dann über den Original-Themenweg wieder zurück in Richtung Studentenmühle. Und zum Schluss gibt es nochmal ein kleines Highlight auf dem Bornkasten, wo man dann wirklich nochmal eine richtig tolle Aussicht genießen kann. Ja, und jetzt kann ich euch nur noch viel Spaß wünschen. Ich hoffe, ihr bleibt dran und kommt mit. Hier hinter mir seht ihr den Bergwerksmönch, der irgendwo hier in den Stollen seine Schätze hütet. Irgendwo hier bei Reckenthal soll der Schätze versteckt haben, auf die er heute noch aufpasst. Leute, da seht ihr jetzt einen Werwolf, der hier sein Unwesen treiben soll. Also kommt lieber nicht bei Vollmond hier hin und in der Nacht. Thank you.
So, nach etwa 10 Kilometern sind wir dann auch schon wieder am Ziel. Und ja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Wie gesagt, ich habe mir die selbst ausgedacht, weil die Originalstrecke des Themenweges Westerwälder Sagen ist einfach zu lang für Kinder. Und ich habe versucht, Strecken zu finden, die ein bisschen interessant sind. Das absolute Highlight hier ist für mich natürlich die Aussicht oben vom Bornkasten, auch wenn er nicht wirklich zum Themenweg gehört. Und ja, geht den Weg einfach mal nach. Die Tour 1 blende ich euch hier oben nochmal ein, packe euch auch alles nochmal unten in die Videobeschreibung, die anderen Wege. Zu denen gibt es allerdings nur Dia-Shows im Moment, die gehe ich aber noch ab und filme die noch ab. Die kommen dann auch demnächst hier auf meinem Kanal. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Weg gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und dann sage ich mal, frisch auf und bis bald, euer Sascha. Ciao.